Hallo, Kelly aka Mrs. Wheelock hier. Ich werde hier so richtig von der Sonne geküsst. Das ist einfach ein Highlight für mich. Das letzte Mal, als ich gedreht habe, als die Sonne noch geschienen hat, ist, glaube ich, Jahre her. Heute dachte ich mir, erkunde ich mal die Meinungen von euch da draußen und gebe bei YouTube meinen eigenen Namen ein. Und guck, was es da für Meinungen und Videos zum Thema Mrs. Wheelock gibt. Mal gucken, ob ich es bereuen werde. Eisbucket Valentinstag, 1 Million, Kelly Tagebuch, Umstyling, Füße. Füße. Was kommt denn, wenn man Füße anklickt? Oh, ein Video von mir. Kelly Mrs. Wheelock Füße 2.0. Okay. Okay. Was ist denn dann bitte 1.0? Oh, genau das gleiche. Hä? Mit dem Fahrrad? Okay, anscheinend gibt's viele Bilder von meinen Füßen. Fakten über mich. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Kanal Faktasia. Heute vor allem Faktasia hört sich einfach an wie so ein Porno. Wer ist das? Was tust du mit ihr? Betrügst du mich etwa? Schon wieder! Beste Michael aka Mrs. Wheelock Impression ever, Alter. Trifft natürlich alles perfekt auf mich zu, außer elegant. Das passiert, wenn man einfach nur einen Reim braucht. Klar habe ich einen eigenen Liebessong auf YouTube. Ich finde es schade, dass ich dich nur im Internet sehe. Und was sollten wir dann nur unseren Kindern erzählen? Best of Mrs. Wheelock Hot. Ausschnitt, Titten, Arsch etc. Nummer 2. Das hat einfach nicht mal 38.000 Views. Freunde. Der erste Teil von mir hat über 600.000 Views? Bin ich so hot? Ich bin hot? Leute, was? Wieso? Also, was? Also, das ist nicht mal hot. Wenn über 600.000 Leute das hot finden, dann sind im Internet tatsächlich nur untervögelte Nerds unterwegs. Schade. Ich dachte, ich finde hier den Mann fürs Leben. Meine Meinung über Kelly aka Mrs. Wheelock, sowas suche ich doch. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich habe ja das Gefühl, die Leute denken sich immer so, ist mir eigentlich wurscht. Ich muss sagen, wie ich das erste Video von ihr gesehen habe damals, war ich schon so ein bisschen abgeschreckt. Ich mag sie jetzt eigentlich. Ich dachte auch, ich stoße auf ein paar Hater-Videos, aber anscheinend mögen mich alle und hot bin ich auch noch. Jedenfalls habe ich so ein paar angeguckt, dachte so, okay, die ist ja ganz okay, aber abonnieren weiß ich nicht. Ist es bei jedem so? Jeder, der so ein Meinungsvideo macht, ja, ich habe ein Video von da gesehen, fand ich ja eigentlich scheiße. Wenn dieses Video das erste ist, das ihr von mir seht, dann guckt mehr Videos. Ihr lernt mich zu lieben. So funktioniert Liebe nämlich. Sie ist einseitig und man muss es lernen. Kelly Mrs. Wheelock nackt. Kelly über Sex. Oh mein Gott. Geil. Wozu sind diese zwei Löcher hier, damit man da schon mal reinfitten kann oder was? Wow. Wow. Das Weiße ist irgendwie eklig. Das schmeckt nicht gut. Also, wenn ich mich so wirklich beim Sex anhören würde. Deswegen habe ich keinen Sex. Sich besaufen mit Kelly Mrs. Wheelock. Das mache ich auch gelegentlich mit Zuschauern. Was die werten Damen hier rausgeschnitten haben, ist, wie ich mein Glas ausgeschüttet habe, um zu ermogeln, dass ich gewinnen kann. Ich habe trotzdem verloren. Und das beschreibt mein Leben sehr gut. Hä, schon wieder Hot-Videos? Also ernsthaft, was ist daran hot? Ich bin wortwörtlich bis hier oben zugeschnürt. Man sieht einfach gar nichts. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich bin so langweilig und eintönig, dass es keine Hate-Videos über mich gibt oder Hate-Meinungen. Und Meinung allgemein ist, ich bin einfach irrelevant. Aber ich bin hot. Das wissen ab heute alle. Hotte Mrs. Wheelock sagt, tschüss, bis Dienstag, Donnerstag oder Sonntag. Keep on masturbating to my videos. Zur sexy Szenen, die nicht da sind.
Was?